Willkommen hier zu Halo 5 Guardians Multiplayer SWAT und das sogar mit der Halo 1 Knarre, das ist ja auch cool. Ich habe euch ja gesagt in der letzten Folge, ich bin ja so ein bisschen erkältet, Stimme im Arsch und das ging aber jetzt rucki zucki. Und dann noch bald Urlaub, der kommt, ne? Jo, Alter, also jetzt wird's hier aber jetzt bestialisch. Ich bin ja irgendwie noch so in dem... Irgendwie bin ich total noch in dem Star Wars Battlefront Modus. Irgendwie ist mir das jetzt zu schnell. Bei Star Wars Battlefront habe ich so eine Geschwindigkeit von... Ja, langsam. Pause, ne? Alter. Ist ja wohl bestialisch, wenn du gerade mal nicht so zur Ruhe kommst. Eigentlich mache ich so ein bisschen auch vom Urlaub... Wow, endlich mal ein Treffer. Auch vom Urlaub eingehen. Aber das habe ich ja eigentlich auch schon gemacht. Ich habe einfach keine großartigen Themen. Ich laber einfach. Ich meine einfach das, was ich jetzt mache. Labern. Ohne Sinn, ohne Verstand. Genauso wie zocken. Ohne Sinn und ohne Verstand. Ich merke schon, ich kacke ab. Ach nee. Ist das hier nicht. Yo, Alter. Ich komme mir vor. Also ich wusste gar nicht, dass die Halo 1 Knarre früher so gut war. Weil ich komme mir vor, als würde man mich mit einem Schrotgewehr. Wo standst du? Hast du jetzt irgendwie durch die Wand geballert? Willst du mich jetzt da vollkommen rule? So. Zack. Alter. Ey. Das ist auch so ätzend. Ich bin um ein paar Millimeterchen irgendwie wohl zu schnell. Ich. Warte mal, jetzt will ich mich erst mal orientieren. Ich krieg da voll die Grille, ne? Auf halbem Weg zum Sieg. Mein Gewinn tun wir anscheinend. So, da rollt er. Ich krieg die Banane, echt, ey. Ich krieg zu viel. Da sind immer so ein paar Zentimeter, die mir fehlen, weil ich... Oh, also ich muss da echt noch mal gucken, dass ich da irgendwie noch einen Ticken runter mache. Und ich habe, das passt auch wunderbar, ich habe mich letztens mit einem unterhalten wegen Elite-Controller. Er sagte, Alter, das ist wirklich göttlich cool. Er sagt, da kannst du Peak genau einstellen, das wäre genau perfekt für mich. Weil er sagt, du merkst es auch teilweise echt, wenn du gegen andere dann zockst. Also er hatte mal mit einem Kumpel gezockt und eigentlich sind diese Wellenlänge, die haben wohl 10 oder 20 Runden, keine Ahnung. Auf jeden Fall sagt er, eine lange Session gezockt. Wow. Lange Session gezockt und er sagte, ohne Scheiß, der hat mich so niedergemacht. Das war ja nicht mehr so von Augenhöhe, sondern wirklich niedergemacht. Er sagte, es ist echt gut bei der Einstellung und ich werde es mir machen. Also ich werde es holen. Ich komme einfach nicht mehr drum herum. Ich werde auch älter, ich zocke zwar immer seltener. Das ist ja auch noch das Schlimme dran, ich zocke ja auch noch seltener. Was einfach auch abstumpft noch gleichzeitig. Ich glaube, da müsste ich mal... Okay, mal... ja, wie gesagt, da komme ich nicht drum herum. Dass ich da mal... Dass ich da vielleicht mal ein bisschen wieder... frischer von der Hand geht. Kriegt da so Paranoia. Aber gewonnen trotzdem. Vielleicht bilde ich es mir auch ein. Vielleicht habe ich auch echt da... irgendwelche Flausen im Kopf. Man, entweder habe ich echt mal miesen Tag erwischt schon wieder. Oder keine Ahnung. Also ich komme mir vor, als wäre es mir echt mega zu schnell. Und guck mal, 3. Ich meine, gut, der unter mir ganz unten auch 3. Aber 3, das ist... Gleich durch weh. Ja gut, schnelle Runde, schnell vorbei. Und cool, dass mal jetzt 2 Siege hintereinander kamen. Alter, das habe ich jetzt lange nicht mehr gehabt. Also auch wenn es nicht mein Verdienst war, aber... 2 Siege? Ein Team mit mir gewinnt 2 Siege. Boah, ist ja krass. Das ist krass. Das ist krass. Das ist. Das tut mal auch mal gut. Vielleicht liegt es auch nur, dass das Wochenende ist und so manche noch im Delirium stecken. Keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht. Ich find's gut. Ich find's gut. So. Tschüss, Sikowski. Ich bin weg. Euer Alpha Chief. Und ja. Bewerten nicht vergessen. Das wäre super nice. Und wir sehen uns. Euer Alpha.